Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnell und gute Besserung. Ja, ihr Lieben, heute Morgen war ich draußen, habe versucht, ein Video zu drehen. Ich bin spazieren gegangen, wollte euch dann so mitnehmen und ein bisschen mit euch reden, quatschen, alles, was gerade einen so beschäftigt, natürlich das Thema Corona. Aber es war sehr windig draußen und trotz externem Mikrofon fand ich das nicht schön. Also das ist jetzt hier ein Laber-Video. Ein bisschen was zeige ich euch gleich noch sogar und ich muss mir Hände eincremen. Ich habe im Moment, klar, durch das viele Händewaschen, Desinfizieren, so furztrockene Hände, Handcremes überall. Und jetzt sagt er, Akku wechseln. Okay, dann wechseln wir den Akku. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich hoffe, es geht so vom Licht. Ich meine, es müsste gehen. Es ist ja jetzt auch nicht hier das Wichtigste, glaube ich, heutzutage, dass die Lichtverhältnisse stimmen. Wie gesagt, ich wollte draußen drehen, aber es hat mir nicht gefallen. Das war immer so am Rauschen so komisch, ja, weil wir wohnen ja hier sehr ländlich und auf dem Felde. Da war wirklich tote Hose, aber der Wind, ne? Ja, ihr Lieben, ich wollte halt ein bisschen mit euch quatschen. Ich habe jetzt einen Moment Zeit. Zwar nicht so viel, aber ich dachte mir, damit ihr mich, weil der ein oder andere hat halt gefragt, wie es mir so geht und ob ich nicht mal ein Video machen könnte über das Thema Corona und Hater. Genau, das war so zusammengefasst. Da habe ich mir gedacht, haben Hater jetzt noch Zeit zu haten? Haben die nicht andere Sorgen? Wascht euch die Hände. Ja, echt, also, wie gesagt, Hände eincremen. Da sind wir gerade stehen geblieben. Lavera, mein Glücksgriff, habe ich mir vor ein paar Wochen mal gekauft. Ist ganz gut. Ja, es ist halt so, ne? Klar, Thema ist allgegenwärtig. Corona. Natürlich kann ich euch jetzt ein bisschen dann darüber erzählen. Wir waren ja mit dem Chor letzte Woche Donnerstag schon losgefahren nach Amsterdam, beziehungsweise unser Hotel war leider eine halbe Stunde entfernt von Amsterdam, also mit der S-Bahn. Wir sind mit der S-Bahn, brauchten wir vom Hotel bis nach Amsterdam ungefähr eine halbe Stunde. Ja, das war ein bisschen, ja, schade halt, dass das so weit weg war. Aber gut. Wir sind donnerstags morgens schon angereist, vormittags. Und ich denke mal, wenn wir einen Tag später angereist wären, also losgefahren wären, wir wären nicht losgefahren, weil die meisten Chöre, das war ja so ein Chorfestival, also kein Wettbewerb, einfach ein Treffen von Chören aus verschiedenen Ländern, die miteinander singen. Und die Chöre, die meisten sind gar nicht erst angereist. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 10 oder 13 Chöre waren. Ein Chor war noch da, aus dem Osten. Die sind da geblieben und alle anderen waren gar nicht erst angereist. Und ja, dann am nächsten Tag, Freitag der 13., war glaube ich Freitag der 13., ne? Da kam ja dann folgende Maßnahme, ich glaube unter 1000, ne, unter 100 schon. Also man durfte sich nicht mehr quasi, sollte man diese Treffen meiden und ja, dann wird es halt schwierig, ne? Es war halt irgendwie blöd. Wir haben eine Stadtrundfahrt gemacht und ich bin ja mit meinem Mann und mit meinem kleinen Sohnemann, wir sind separat mit dem Auto gefahren, auch schon Donnerstagvormittag. Ja, also das Hotel war wirklich spitze. Das Frühstück war phänomenal und uns ging es auch gut. Wie gesagt, dann sind halt verschiedene Auftritte ausgefallen natürlich, weil keine Chöre da. Der Chor selber ist mit dem Bus am Sonntag zurückgefahren. Und mein Mann und mein Sohn, also wir sind schon mit dem Auto am Samstag zurückgefahren, weil es sich dann einfach nicht mehr gelohnt hat für uns. Und man ja auch nicht genau wusste, was passiert noch, ne? Was passiert jetzt? Werden die Grenzen zugemacht? Und wir sind dann halt einen Tag eher nach Hause gefahren und es klappte auch alles prima. Sind Samstagnachmittag hier zu Hause angekommen und der Chor konnte dann einen Tag später gut nach Hause fahren. Es war halt ja dumm gelaufen, sag ich mal, aber die Gesundheit geht vor und natürlich, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, nichts anderes existiert jetzt im Moment quasi.
Jetzt müssen wir es uns halt zu Hause schön machen und das ist ja auch gut so. Ja, dann kommen halt die Fragen, was machst du so zu Hause? Ja, gut. Man hat Familie, man kann sich mit der Familie dahinsetzen, man kann kreativ werden, Videos, ich habe ja jetzt zum Glück mein Hobby, ich meine, ich habe einen kleinen Sohn, ich habe sowieso kaum Zeit, aber und ich bin am liebsten mit meiner Familie zusammen, aber wenn ich jetzt mal Zeit habe, dann nutze ich die jetzt auch für euch. Ja, ich habe hier gerade vor meiner Nase, ich habe mir Tulpen mitgebracht. Tulpen aus Amsterdam. aus Holz, die fand ich ganz schön. Und die muss ich noch jetzt, wo es passt im Frühjahr, so ein bisschen wollte ich dekorieren im Hintergrund. Ne? Also falls ihr euch irgendwann wundert, was ich hier für interessante Blumen habe, weil die nicht verwelken. Ja, es sind Tulpen, schön aus Holz angemalt. Die brauche ich nicht gießen. ja, und ich habe so viel im Kopf, aber ich denke, das meiste interessiert euch auch gar nicht oder das meiste wisst ihr, ne? Ja, wie gehen wir damit um? So wie es halt verlangt wird und auch jeder umsetzen sollte. Wenn es geht, zu Hause bleiben, Hände waschen, Hände waschen. Ne? Ich habe mir zum Beispiel meine Nägel jetzt ganz kurz gefeilt. Man sieht es, ne? Schön kurz. Meine Nägel waren eh ramponiert und ich hätte sie gerne etwas länger, aber jetzt zu Corona-Zeiten, sage ich mal, ist es einfach praktischer mit kurzen Nägeln. So kann sich unten drunter nichts ansammeln. Und ich habe mir dann auch mal durch Zufall bin ich auf ein Video gestoßen, wie man sich richtig die Hände waschen soll. Ne? Natürlich so, hier die Handzwischenräume überall. Aber auch, das habe ich bisher noch nicht so gemacht. Ich habe mir immer so die Kuppen gewaschen. Hier in der anderen Handinnenfläche so eine Art See. Ein bisschen Seife mit Wasser sammeln und dann hier so mit den Kuppen hin und her. Ne? Also einfach so ein bisschen schön einschäumen, weil ja, das Beste ist wirklich Wasser und Seife und dann seid ihr den Virus los, falls ihr den an den Händen kleben habt. Man weiß halt nicht, wo klebt das Zeug. Ne? Es ist auch komisch, wenn man jetzt unterwegs ist, weil man einkaufen muss. Ich zum Beispiel, meine Schwiegermutter wird jetzt am Montag 80. Und natürlich war eine Feier geplant. Die Feier haben wir jetzt nach hinten verschoben. Erstmal auf unbestimmte Zeit. Ne? Das holt man dann irgendwann nach. Aber ich wollte meiner Schwiegermutter dann hier so für uns halt, ne, dass wir ein bisschen feiern können, unter uns einen Kuchen backen. Und jetzt hatte ich wirklich nur noch in meiner Mehlschütte knapp 100 Gramm Mehl. Und das reichte mir jetzt nicht für den Kuchen. Ich brauchte ungefähr 150 mehr. 150 Gramm. Und dann bin ich los gestern. Vorgestern war ich schon. Montag, genau. Heute ist Mittwoch. Am Montag war ich unterwegs und Mehl war im Rewe ausverkauft und im Lidl ausverkauft und ich war noch im Aldi. Es gab irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob es Lidl oder Aldi war, da gab es noch so ein komisches Glue. Irgendwie so ein spezielles Mehl. Das konnte ich aber für meinen Kuchen nicht nehmen. Ja, und gestern durch Zufall war ich im DM. Weil ich brauchte Milchpulver für meinen Sohnemann. Das habe ich auch bekommen, noch Gott sei Dank. Und dann habe ich da die letzte Packung. Die war ganz tief unten im Fach. Es gab noch Dinkelmehl. Und dann gab es noch Weizenmehl. Ja, also ich habe quasi eine Packung ergattert. Und ich bin auch ehrlich, wenn da jetzt noch drei Packungen Mehl gewesen wären, hätte ich trotzdem nur eine mitgenommen. Weil darum geht es ja im Moment auch. Die Leute hamstern. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, wenn ich vor einem leeren Regal oder fast leeren Regal, überall ist Klopapier ausverkauft. Und wenn ich durch Zufall zwei Lagen noch bekommen kann, dann kaufe ich zwei. Ne? Kann man auch verstehen, die Leute haben halt Angst. Das kommt halt von den Hamsterkäufen. Ne? Man hat Angst, man kriegt nichts mehr. Was natürlich eigentlich, ja, also Stand heute ist für mich Quatsch ist. Ne? Man kriegt, wenn die Hamsterkäufe nicht wären, würde auch jeder was bekommen. Natürlich, wer alt ist und wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, in meiner Nachbarschaft ist jemand, für den kaufe ich jetzt die Sachen ein, der kann nicht krankheitsbedingt nicht aus dem Haus, dann hole ich, wenn ich dran, dann hole ich halt vielleicht zwei Packungen Klopapier. Okay. Ne, es gibt auch Ausnahmefälle oder man muss halt überlegen, was man sagt. Man sollte die Menschen nicht vorverurteilen.
Es gibt durchaus, denke ich mal, ich habe jetzt nur ein Kind, einen Sohn, aber es gibt durchaus Familien, das ist eine Großfamilie mit 5, weiß ich nicht, bis 10 Kindern im Haus und die brauchen natürlich mehr, ne? Da darf man dann auch nicht vorschnell urteilen. Ja, die Menschheit hat Angst und ich gebe zu, ich habe auch ein bisschen Angst. Viele sagen natürlich, wenn man das auch so liest, die meisten, die an diesem Coronavirus erkranken, haben einen milden Verlauf. Aber es gibt natürlich auch dann die Fälle, die gerade bei vielleicht älteren Menschen oder mit Vorerkrankungen, die ja, haben wir auch ganz viele hier in Deutschland und die brauchen. Und wenn die jetzt, es geht ja jetzt einfach darum, den Virus einzudämmen. Wir kriegen den nicht weg, aber wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass sich das in kürzester Zeit sich halb Deutschland ansteckt. Darum geht es ja, weil so viele Betten, so viele Plätze hat man dann einfach nicht, um die Menschen zu behandeln. Und dem, ich hoffe, es gibt jetzt keine Rückkopplung. Ich habe vergessen, ich sehe gerade, ich habe mein Handy hier zu liegen. Wenn es jetzt knattert hier, dann tut es mir leid. Aber wir wollen halt jetzt den Virus eindämmen, ne? Und deshalb denke ich mal, ist es halt wichtig. Gestern noch habe ich es ich war gestern unterwegs im DM, wie gesagt. Überall natürlich, wo Supermärkte sind, sind im Moment viele Menschen. Das bleibt gar nicht aus und du kannst manchmal diesen Sicherheitsabstand gar nicht einhalten. Ja, ist halt ein komisches Gefühl, aber einkaufen muss man dann irgendwann, wenn man nichts mehr hat. Und ansonsten sollte man wirklich versuchen, wenn es geht, möglichst zu Hause zu bleiben und dann halt sich die Zeit zu vertreiben. Und ich denke, da gibt es viele schöne Sachen, die man machen kann. Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt noch mal Kind wäre und ich wäre jetzt nicht in der Schule, ich müsste zur... Wisst ihr, als ich Kind war, da gab es noch, da fing das gerade an mit Computer, aber Internet, Handy, das gab es ja da alles noch gar nicht. Und damals hatten wir auch noch kein RTL, da gab es kein Sky, wir hatten erste, zweite, dritte Programm. Und jetzt überlege ich gerade, aber wir, wenn draußen schlechtes Wetter war oder man konnte nicht raus, da haben wir uns dann die Zeit mit Spielen vertrieben, ja. Richtig schöne Gesellschaftsspiele, hat jeder bestimmt zu Hause. Spiel des Lebens haben wir früher gespielt, Spiel des Wissens, Monopoly und mein Papa hatte so einen kleinen Roulette-Tisch. Ah, das haben wir geliebt. Scrabble, Uno oder Mau Mau. Und dann so immer wieder mal gespielt, sich hingesetzt, unterhalten, reden. Ich denke, reden, das mache ich ja jetzt hier mit euch auch. Vielleicht lenkt euch das auch gerade ab. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig in Panik und in Angst versetzen. Natürlich, ich habe auch ein bisschen Sorge. Klar, man hat ein kleines Kind, das oder auch meine Schwiegereltern, ne, die sind halt, oder auch meine Eltern sind älter. Ich mache mir die größte Sorge, ist halt wirklich, hoffentlich wird hier keiner in meiner Familie jetzt krank. Also so krank, dass er behandelt werden müsste, ne? Wenn man jetzt Symptome hat, soll man ja auch nicht gleich in Panik verfallen. Das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist, dass dieser Coronavirus einen im Rachen, also quasi sitzt, ne, also sich festsetzt, ne? Deshalb auch der... kann es bei einer Infektion zu einem starken Husten kommen. Ne? Und ich weiß, wir waren damals mit dem Chor, haben wir eine Reise gemacht zum Gardasee. Und da ist genau zu der Zeit, da waren auch ganz viele Chöre, wir haben an einem Freundschaftssingen teilgenommen, da war ein Chor aus Japan, aus China, aus überall, aus fernen Ländern. Das war, glaube ich, 2003. Also schon ein bisschen was her, ja? ja, so 17, 18 Jahre ist das her. Und ja, da kam dann auch so ein komischer Grippevirus raus. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und wir sind auch dran erkrankt. Zum Glück erst, als wir nach Hause fuhren. Das fing an, dass wirklich die ersten... Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kriege fast nie Fieber. Ich weiß gar nicht, was Fieber ist. Und plötzlich da, über die Klimaanlage, Bus, ne, im Bus geht das ganz schnell, zack, zack. Fast jede Sängerin ist krank geworden. Und bei mir fing das auf der Rückfahrt an. Von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, kriegte ich Fieber und Husten. Da hatte ich dann auch diesen trockenen Husten. Und das, meine Herren, das war nicht angenehm. Und ja, aber man hat es überstanden.
Und in den meisten Fällen ist das ja bei Corona auch so wohl, ne, dass man nicht so einen starken Verlauf hat. Also dass, wenn man so weit fit ist, dass das, oder dass, ich habe auch gehört, dass einige das gar nicht merken. Die sind positiv auf Corona getestet, haben aber gar nicht so Symptome. Ne? Aber das Gefährliche ist, du weißt vielleicht gar nicht, du bist dran erkrankt, aber du kannst andere anstecken. Und das ist halt das Gefährliche. Und ich denke, wenn wir jetzt einfach das machen und alle mal schön zu Hause bleiben, soweit es geht, und uns nicht treffen. Ich habe auch gestern im Internet, gibt es dann Fotos, wo die Leute dann sich treffen auf irgendwelchen Feiern, Corona-Feiern oder die machen Corona-Partys. Also schlimm, schlimm, dass die Menschen, dass es immer noch Menschen gibt, die aus der Reihe tanzen und die das anscheinend nicht für voll nehmen, ne? Die meinen, ach, mein Gott, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, aber wenn sich dieses Virus sehr schnell verbreitet und ja, ach, was rede ich? Ich denke, jeder von euch weiß, worauf es jetzt ankommt, ja. Auf eine Grundhygiene, dass man sich, wenn man unterwegs ist, immer schön, bevor du dir im Gesicht rumtatscht, die Hände gründlich wäscht, ne? Einige haben gesagt, ich glaube, zweimal Happy Birthday im Kopf durchsingen, ne? Happy Birthday to you. In der Zeit hat man dann seine Hände gründlichst gereinigt, ne? Und ja, da gibt es ja jetzt so Tipps und Tricks und ich denke, viele von euch haben es auch mitbekommen, das brauche ich jetzt hier nicht wiederholen. Ja, wir sollten jetzt das Beste daraus machen, wir sollten zusammenhalten. Und beten, also wer gläubig ist, ich bin gläubig, wirklich auch mal sich da hinsetzen und beten, dass alles gut ausgeht soweit, dass es nicht schlimmer wird, dass wir es jetzt irgendwie etwas kontrollieren können. Es kann ja wirklich dann zu einer Ausgangssperre auch kommen. Ne? Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich habe gerade hier irgendwo am Auge so ein Zucken. Ich habe aber Magnesium. Man hat das ja schon mal, wenn man Magnesiummangel hat. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier zuckt irgendwas. Naja, nicht ablenken lassen davon. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich raus. Oh mein Gott. Ja, dieses Zucken. Kann man das sehen? Hier am Auge, seht ihr das? Das lenkt mich gerade ab und macht mich nervös. Genau. Man darf jetzt nicht nervös werden. Wir müssen alle zusammenhalten. Und wenn man weiß, man kann vielleicht Menschen irgendwo in seiner Nähe helfen, unterstützen, ne, die vielleicht krank sind und nicht raus können. Ja, also ein großes, großes Dankeschön und wirklich einen großen Applaus geht halt an die Menschen, die jetzt in der schweren Zeit für andere da sind, ne? Sei es Krankenschwestern, Ärzte, Altenpfleger, ihr wisst schon, ne? Die Menschen, die halt arbeiten müssen und zum Glück gibt es die Menschen, ja, und wir anderen müssen halt jetzt zusammenhalten. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was macht ihr jetzt, wenn ihr zu Hause seid, womit vertreibt ihr euch, sag ich jetzt mal, die Langeweile? Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine kleine Anregung. Vielleicht weiß der ein oder andere auch gerade gar nicht, was er mit sich anfangen soll. Und durch einen Kommentar und durch eine Idee von euch, ja, könnte das ja was bringen, dem einen oder anderen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit Familie und dadurch, dass wir jetzt ein paar Tage halt weg waren, ich muss noch einiges am Wäsche machen und wir hatten Handwerker im Haus, ich muss noch ein bisschen. Also ich habe genug zu tun. Aber wenn es in meiner Macht steht und ich die Zeit habe, dann möchte ich natürlich weiterhin für euch auch da sein und kann von zu Hause aus natürlich Videos drehen. Ganz klar. Ich hoffe einfach, ja, dass es nicht schlimmer wird, dass wir wirklich uns jetzt alle an die Regeln halten. Schön, wenn es geht, zu Hause bleiben einfach und dass wir das dann in den Griff bekommen. Ja, das hoffe ich ganz, ganz doll. Ich hoffe, euch geht's gut. Und falls ihr krank seid, ne, dann wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja,
Ich überlege gerade. Ich hatte mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht. Ich habe jetzt einiges angesprochen. Wie gesagt, wahrscheinlich, wenn ich die Kamera gleich ausmache, dann denke ich, auch das hättest du noch erzählen können und das. Aber ich gucke gerade zur Uhr, der kleine Mann, der ist gerade bei Schwiegermutter unten und den muss ich jetzt ins Bett bringen. Der muss so ein kleines Mittagsschläfchen machen. Abschließend kann ich euch noch zwei Sachen zeigen. Ich war ja gestern, wie gesagt, auf großer Mehlsuche und habe ja ein Päckchen bekommen und habe dann noch die zwei Sachen mitgenommen. Ich benutze ja gerne so Gesichtssprays und da gibt es jetzt so eine, ich denke, dass das limitiert ist, Hanf und Kokos. Da gab es auch noch ein Gesichtsreinigungsgel aus dieser Reihe. Und was für die Lippen zum Pflegen. Aber Lippenpflege brauche ich nicht und meine Gesichtsreinigung habe ich ja. Und das hier ist so ein Spray, was das Hautbild beleben soll. Das erfrischende Gesichtsspray mit wertvollen Hanföl und Kokoswasser aus der grünen Kokosnuss versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt für ein belebtes Hautbild. Bei Bedarf mehrmals täglich auf Gesicht und Körper sprühen. Kann man auch im Kühlschrank aufbewahren. Ich weiß nicht, seht ihr das hier unten? Moment. Da hat sich sowas Weißes abgesetzt. Ich schüttel das jetzt mal und dann sprühe ich mir das mal ins Gesicht. Ich bin ja heute ein bisschen geschminkt. Die letzten Tage kam ich gar nicht zum Schminken, war mir auch irgendwie nicht danach. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wow, ein gar nicht mal so harter Strahl. Schön weit gefächert. Also das Sprüh, man muss es weit weghalten, aber finde ich gut. Ich weiß nicht, sieht man? Ja, ein bisschen feucht bin ich jetzt im Gesicht, ne? Riecht ganz angenehm. So mehr nach Aloe Vera, finde ich. Ja. Kommt in den Kühlschrank für die wärmere Zeit. Und dann gab es halt noch eine Tuchmaske aus der gleichen Reihe. Und dann habe ich mir diese Tuchmaske mitgenommen. Vielleicht nehme ich euch ja auch bald mal mit. Und wir machen mal wieder eine Maske zusammen. Diese Maske muss 10 Minuten einwirken. Und die verbleibenden Reste werden sanft einmassiert. Ja. Habt ihr diesen Aufsteller schon gesehen? Also es waren separate Aufsteller. Ganz oben waren die Lippenprodukte, also dieses Lippenbalsam. Dann gab es halt die Maske, das Gesichtsspray und das Reinigungsgel. Aber wie gesagt, Reinigung, das hier hat mich jetzt interessiert. Das war, ja, mehr Neues habe ich jetzt nicht gekauft. Ne? Nö. Wie gesagt, hier Tulpen aus Holz. Gab es in verschiedenen Farben, aber ihr wisst ja, ich stehe auf hier Lila, Lavendel. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ich weiß, ich hatte jetzt nichts Neues für euch zu berichten. Also mir geht es jetzt gut und ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und wie gesagt, dass wir das Beste daraus machen, dass wir zusammenhalten und uns nicht fertig machen, sondern Mut zusprechen und dann wird das schon. Und ich denke mal, ich gucke jetzt auch im Moment gerne Videos, nicht über das Coronavirus, sondern einfach zum Ablenken mal was Lustiges gucken. Ne? Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ich finde bald wieder Zeit für euch, vielleicht auch schon am Wochenende. Falls ihr Wünsche, Videoideen habt, was könnte ich denn jetzt mal als nächstes drehen? Ich sag mal, ich will jetzt auch nicht unbedingt immer, also ich sag mal jetzt einkaufen und Dekoratives kaufen. Geht ja sowieso nicht im Moment, aber vielleicht habt ihr Videowünsche, irgendwas, worüber soll ich mal ein Video drehen? Schreibt mir das, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Ideen, auf eure Kommentare. Und wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut, bleibt schön gesund und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.